Guten Morgen, meine Lieben, und ein wunderschönes Wochenende, Sonntag. Mal gucken, wann ihr das Video seht. Ja, ich bin's wieder. Nach langer Zeit, die Käthe, eure Handarbeitstrolli. Ja, ich muss gucken, wie das jetzt geht. Ich habe mir jetzt ein Mikro neben mich gestellt, dass ich nicht so laut reden muss, weil wenn ich zu laut rede, dann bricht die Stimme zwischendurch doch wieder noch ab. Ihr seht, woran ich gearbeitet habe. Und zwar an dem Kit von Karat. So. Muss sowieso erstmal gucken, weil ich habe jetzt mir quasi ein Setup auf meiner Couch zurecht gebastelt. Ihr steht gerade oder ihr seht gerade, das ist mein Setup. Eine Box, eine Staffelei. Aber darauf kann man ganz gut arbeiten. Ja, ich wollte euch mal zeigen, weil ich wollte nämlich die ganze Zeit schon immer dran weiterarbeiten, aber hatte nicht die Zeit, das Video zu machen. Ihr seht schon mal, ich bringe euch mal nach oben. Nicht euch, das Bild. So sieht klein Mopsi im Regen bisher aus. Ich habe jetzt mal. Oh, das schot bestimmt sehr doll. Das Holz auf dem Plastik. Moment, ich schiebe euch kurz zurück und rede weiter. So, ich habe nämlich mal, wollte wissen, wie sieht das Gesicht aus, gerade hier mit den roten Steinchen. Da bin ich mir immer noch nicht ganz sicher. Also, das sieht ganz knuffig aus. Die Steine liegen super toll. Also, da ist keine Lücke. Du kannst super mit einem Multiplacer arbeiten. Und trotzdem bleibt alles gerade und in Reihe. Die Hilfskringel. Die verschwinden total unter den Steinchen. Total toll. Also mega. Und ja, hier mit dem Rot hier drin, da bin ich noch nicht ganz sicher. Eventuell, wenn es mir dann, wenn das fertig ist, weil aus dem kleinen Ausschnitt siehst du nicht so viel, kannst du auch gut das dann durch ein dunkles Braun. Mit ergänzen. Hier war ich auch eher skeptisch, als ich das ganz dunkelbraun hier gesehen habe und dachte, ob das so richtig ist. Aber es sieht gut aus. Genau. Was gibt es noch so? Ach so, ja, in dem Video gerade eben habe ich dir von diesem einen Buchstaben hier erzählt, der nicht ganz so klar war. Hier oben der erste. Das H ist der hier, also mehr als gut lesbar. Ich hatte jetzt auch gar keine Probleme, irgendwas zu erkennen. Es gab keine Verwechslung oder irgendwas. Ja, sehr, sehr schön. Genau. Und dann habe ich dir gesagt, ich kann dir noch was anderes zeigen. Ja, kann ich. Pass auf. Oh. Verzeihung. Verzeihung, Verzeihung, Verzeihung. Und zwar hatte ich im Vorfeld bei Karatart schon ein kleines Geburtstagsgeschenk gekauft. Und ja, die 30 Euro waren noch nicht voll, ne? Mit ab 30 Euro kriegst du ja kostenfreien Versand. Ja, okay, ich habe zwar Bestellstopp, aber ja. Wir haben ja auch sehr verlockende Prozente gerade auf die Standardkollektion. Genau, und dann habe ich mir eben Hirsch unter Mond bestellt mit ganz viel Schwarz. Das hier übrigens, was hier schwarz ist, ist eine große Tüte schwarz. Ich habe sie komplett leer gepaintet. Ich bringe euch mal ran, wie das aussieht. Ein bisschen lila habe ich jetzt auch noch schon mit dabei. Ich kann jetzt nicht genau sehen, ob ihr klar jetzt drinnen seid. Ich hoffe es einfach, weil ich sitze auf der Couch und die Kamera ist ein bisschen weiter oben und ich sehe nicht alles. Ja. So sieht es aus bisher. Hier habe ich leider noch nicht weitermachen können. Weil hier hätte ich gern noch gewusst, wie das mit den helleren Farben aussieht. Aber das kommt nach und nach. Bei den schwarzen
muss ich sagen, empfiehlt es sich im Schachbrettmuster zu legen, weil da doch ein bisschen, also wer da sehr Monk ist, ein paar Lücken bleiben. Letzten Endes, wenn du weiter als 20, 30 Zentimeter davon bist, dann siehst du die Lücken auch nicht mehr. Aber nur für die Monkieren unter uns. Genau. Ansonsten haben auch die sich gut liegen lassen. Die Klebkraft von, also sowohl von der Leinwand als auch von der Leinwand, die ist super. Du kannst sie trotzdem immer noch so ein bisschen zurechtschieben, aber sie ist sehr, ja, auf Englisch sagt man on point, nicht zu flupselig, nicht zu fest. Also super. Genau. Jo, und jetzt machen wir weiter mit Mopsi. Und zwar würde ich jetzt. Achso, warte mal, da muss ich dich ein bisschen hochfahren. Oder bitte. Oder hier. Warte mal, ich versuche dich mal. Es ruttelt jetzt so kurz. So, außer die Kiste bleibt stehen. Oh Gott. Na, muss ich so machen. So. So, und dann muss ich hier noch was runterpacken, dass mir die Leinwand nicht abhaut. Genau. Gut. Machen wir uns bequem. Wir versuchen es. Ne, das hier oben. Ach, wisst ihr was? Ich werde hier einfach mein Frühstück hinstellen. Dann ist das schon mal beschwert. Ebenso habe ich ganz wundervollen Hustenbronchial-Tee. Total lecker. Nicht. Oh. Aber was mut dat mut? Ein bisschen aufheiternd. Meine große One-Piece-Tasse. Ich arbeite jetzt mal mit dem Schiffchen, was dabei war. Und mit meinem Lieblingsstift von C. Plus Beauatour. Und genau, abgekittet habe ich dieses Bild übrigens so. In denen hier. Wir haben ja 30 Farben und ich habe pro Ring habe ich 15 Beutel. Und habe die mir, also sie sind nicht nach DMC-Reihenfolge, wie du unschwer erkennen kannst. Ich habe die nach Buchstaben und Symbolen geordnet. Also quasi fängt an bei kleinen Buchstaben, geht weiter zu großen. Kommt hier noch irgendwas anderes? Ne, das sind bloß. Also hier an dem Ring sind nur Buchstaben. Und so finde ich das auch schnell dann wieder. Trotz meiner miserablen Zeichenkünste, das seht ihr gleich, geht weiter mit Zahlen, die vorhanden sind, über ja, plus minus ist gleich sozusagen. Satzzeichen haben wir mit dabei. Und jetzt kommen meine wunderschönen Zeichenkünste. Ja, genau. So habe ich das gemacht. So, jetzt habe ich hier auf der Couch kein Cover meiner, oder? Warte mal, habe ich vielleicht doch irgendwo hin? Ach nee. Nee, habe ich abgemacht vorhin, aber es geht. Das geht. Alles wunderbar. So, ich würde jetzt einfach mal das ist gleich mir raussuchen wollen. Das ist nicht bei denen, sondern das ist bei denen. Größentechnisch von den Steinchen sind alle gleich groß. Also, ich habe öfter, weil gerade bei Runden, egal rund oder eckig. Ach so, das Schiffchen übrigens sehr schön, bevor ich gleich wieder zu den Schneiden komme. Das hat ja hier so einen Rand.
an den Seiten. Das, wenn du dir das auf die Klebefläche stellst, dann ist nicht das ganze Schiffchen drauf und du kannst das leichter dir wieder abhobeln. Sehr gut. So, Pichu, jetzt ich mampf dir jetzt das Ohr zu. Tut mir leid. Ich weiß, du stehst da total drauf. You. Das waren zu viele. Na gut. Na gut. So, jetzt habe ich vorher ja nicht geguckt. Es ist ein ausreichend schönes Wachs hier drin. Aber ich glaube, reicht noch. Oh, toll. Jetzt haben wir mir angeschuckelt. Ach, dieses wunderschöne Klick. Klick. Ist das nicht herrlich? Ja. Ja, und diese Variante hier mit diesem Brett auf Kiste sozusagen. Das war in den Tagen, also ging ja erst ab der zweiten Woche. Meine Lösung zum Painten oder für das Painten sind wir so. Ups. Davor ging gar nichts. Aber gut, das will ich jetzt nicht unbedingt hier erörtern. Jetzt soll es erstmal vorrangig um das Kit hier und um die Qualität von Quadart gehen. Von der ich euch nicht vorschwärme, weil ich es jetzt hier, weil ich das Bild jetzt gesponsert gekriegt habe, sondern weil ich wirklich begeistert bin. Vorhin war ich kurz, nur eben mal gucken, was ist in der Zeit so auf Facebook passiert oder wie viele Nachrichten hast du aber nicht gekriegt oder irgendwie. Da habe ich gesehen, auf der Seite von Karatart, die haben jetzt die lang erwarteten, ersehnten neuen Kunstkollektionsbilder sind jetzt wohl angekommen und schon fast wieder weg. Ja, da muss ich ja mal gucken. Das werde ich mir dann angucken, weil ich glaube, liebe YouTube-Kollegen haben da auch zugeschlagen oder durften zuschlagen. Da bin ich sehr gespannt. Wie die erinnert sind. So ein paar Bildchen von den neuen Kollektionen. Das ist immer so gemein, oder? Du willst eigentlich nicht, weil du ja nicht mit dem Painten hinterherkommst. Und dann siehst du immer diese tollen, schönen Bilder. Gemein. Gemein. Na, ich glaube, hier muss ich wieder neue Wachs auffüllen. Wenig. Ja, dafür reicht es. Oder ich nehme halt den Einzelaufsetzer. Ja. Genau, das ist nämlich cool. Ich wollte gestern Abend mich noch hinsetzen hier dran. Also
wenn ich von der Arbeit komme, dann will ich immer noch irgendwie was machen. Und wollte ich eigentlich mich hier ransetzen und dachte, nein, du hast ja das Video auch noch nicht gemacht, scheiße. Ja, du musst mal gucken, wie das so übertreiben darf ich es ja noch nicht. Ich muss schließlich die Zeit nutzen, die mir hier ist, um mich zu erholen. Das war gestern wirklich anstrengend. Wenn du Kunden hast, bei denen du halt überwiegend laut reden musst, weil du das so rauspressen musst aus den Lungen. Oh Gott. So, jetzt fange ich schon wieder damit an. Jetzt hör auf, Kita. Hier, mach weiter. Ich hoffe, es ist jetzt noch hell genug. Jetzt eben vorhin war so schön Sonne. Mir noch einen kleinen Strauß zurecht gemacht, ich habe Blumen geschenkt gekriegt von der Kundin. Dann gleich in mein Zimmer, Zimmer, Fenster noch stellen. Die müssen jetzt erstmal wieder die Köpfchen heben. Ja, und da war so schön Sonne und jetzt so wieder kaum. Ich habt ihr doller Regen abgekriegt? Die Zeit. Was hätte ich mal gerade nicht gestern vorher sein? Nee, Donnerstag war das ja. Da war ja zwischendurch Land unter. Ich meine, wir leben in einer Region, da kommt nicht so viel, also. Wenn die hatten so ja noch Schnee bald gesehen. Naja, April. Mein kleiner April-Mopsi. Bringt schönes Wetter. Interessantes Wetter. Single Place ist auch nicht mehr. Oh, wie sieht es denn hier aus? So, ich hole mich wieder nachfüllen. Mein Magen knurrt, na wunderbar. Windig wird. Das ist ja eklig, wenn es so nass und windig ist. Windig ist ja einerlei. Im Sommer finde ich Wind sehr angenehm. Wer sieht noch ein Ist gleich, bitte melden. Erstmal jetzt hier nicht. Genau, also auf jeden Fall, ich werde da nochmal ein extra Video machen, wie mir die Zeit überall so ergangen ist. Weiß ich noch nicht, woran ich dann arbeiten werde. Ich werde einen Disclaimer davor setzen, weil das ist ja ein Thema, das möchte ja nicht jeder hören. Kann ich gut völlig verstehen. Klingt ja irgendwie aus den Ohren raus. Irgendwann mal. So, wir machen das Sternchen. Haben Sie nicht ein schönes Sternchen gemalt? Kriege ich ein Bienchen dafür? Bitte ein Bienchen in die Kommentare. Oh. Da hat die Kette zu viel Schwung. Also, wie gesagt, auch Multisetzer. Gar kein Problem, auch mit so einem wackeligen Untergrund hier. Bei meinem Tisch sitzen, das geht einfach gar nicht. Also, das halte ich nicht.
bin bloß gespannt, wie mache ich, wie zeige ich euch, wie ich an irgendwas sticke. Naja, mal gucken. Diamond Painting geht's auf jeden Fall. Also ich finde es echt schön, dass, wie gesagt, die Kringel, die Hilfskringel, sehr zart gedruckt sind, also hell sind und nicht schwarz umrandet sind. Also meistens sieht man da dann immer irgendwie was durch, und das, also von dem schwarzen Rand, und das verhaut ja das ganze Bild. Also das finde ich sehr schön, dass das eben nicht so ist. Und hier kannst du sehen, du kannst halt hier noch gut immer noch was schieben. Aber das ist nicht ganz so flupselig wie, ja, wenn der Kleber ein bisschen zu doll drauf ist, also zu viel, dann wird es ja so. Oh, guck mal, Sonne. Toll, darauf noch eine Weintraube. Auf jeden Fall hatte die Zeit, wo ich hier dran saß, sehr viel Spaß gemacht, und dann ist es jetzt schön, dass ich euch endlich dieses Video hier gedreht habe, weil dann kann ich nämlich viel öfter hier dran sitzen. Da freut sich das Käteherz. Und Sonne wieder weg. Begeisterung. Wie gesagt, der Klubik hat das schon gesagt. Aktuell Aktionen auf die Standard-Kollektion. Und da sind echt coole auch dabei. Die haben auch, wer so auf Totenköpfe steht, sehr viele verschiedene Bilder mit Totenköpfen. Einem bin ich wirklich noch wie gesagt gespannt, bin ich auch auf die ersten Videos von den neuen Kollektionen, die uns jetzt bald um die Ohren gehauen werden. Da freue ich mich. Sehr gespannt. Wie wo was sich getan hat. Genau. Die glänzen auch sehr schön. Die haben so, also du hast hier. Warte mal, kann ich dir das zeigen? Geht das? Ich sehe es nicht. Auf jeden Fall, die haben so ein paar, also haben auch Facetten dran, die Steinchen. Und die funkeln sehr schön. Aber nicht so doll. Also ich finde teilweise so schön, dass bei einigen Kids manchmal ist, wenn du
wenn du so richtig hochglänzende Harzsteine hast. Jetzt so too much. Da finde ich das eigentlich ganz schön. Dass du nicht die Sonnenbrille aufsetzen musst, wenn die Sonne drauf scheint. Aber das dann hat jeder so seine eigenen Präferenzen. Wichtig für mich ist immer, dass es passt. Also auch bei runden Steinen, weil auch da hast du oft, dass die, wenn die zu groß sind, dann schieben die sich so, dann schaffen die sich ihren Weg, um da irgendwie vernünftig liegen zu können. Ohne Spannung. Das ist hier gar nicht so. Also, das sitzt. Sitzen soll. Das ist mega. Na, mein Freund. Ja, ich muss hier unbedingt hin. Wie sagt man? Der, die, das, Wachs, kann man alle zusammen. Heute kann man ja glaube fast alle zusammen. Wie Straße mit Doppel S. Oder groß. Grauenvoll, wenn ich das lese, kriege ich die Krise. So keine Straße. Und ich bin noch nicht kross. Ja, kross bin ich sowieso nicht. Kross vielleicht. Manchmal. Oh, das. Bisschen ruhiger heute. Wird die nächste Zeit auch noch sein. Aber es muss ja auch mal was hier passieren. Ist ja nicht vielleicht, wenn ich irgendwo eine schöne Musik, also freie Musikstück finde. So ein irgendwas, egal wann man arbeitet, dann machen. Prost. Ach ja, ein Bier wäre mir lieber, aber gut. Dann haltet. Mega begeistert. Ich freue mich, wenn er fertig ist. Werde hier jetzt mit euch einmal ausschalten. Hier noch ganz in Ruhe weiterarbeiten. Und dann schauen wir mal, wie weit wir kommen und wie schnell. Ne? Gut, meine Lieben, bleibt mir bitte gesund. Bleibt mir fröhlich, tragt die Hörnchen aufrecht und wir sehen uns bald wieder. Ciao.